Leute, wo... Ey! Wo war der denn? Bei dem waren wir doch schon mal. Da haben wir doch sogar schon Zeug eingekauft. Der muss doch irgendwo sein. Na, hier ist er. Du, Adam. Ein neuer Tag. Neue Enttäuschungen. Was gibt's Neues? Adam, ich brauche eine Kleinigkeit. Tonscherben einer uralten Vase. Die kannst du mir doch einfach so geben, oder? Die unbezahlbaren Scherben einer unbezahlbaren Vase? Umsonst? Ganz bestimmt nicht. Du machst dich doch über mich lustig. Zunächst musst du deine Taverne verbessern, sodass du die Scherben dort ausstellen kannst. Danach brauche ich noch eine weitere Sache. Verbessere die Qualität deiner Taverne auf 40 und kehre dann zu Adam zurück. Okay, wie kriegt man das jetzt geschissen? Ich habe ja nicht mal wirklich irgendwas, die ich meine Taverne upgraden kann. Das ist jetzt natürlich ein Stück. Ich meine, wir sind knapp auf der Hälfte, ja? Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Auftritt von Frau Anmut und dann die regelmäßigen Auftritte von Frau Anmut, die dem Ganzen dann folgen, dass uns das schon einen Boost geben wird, aber... Sag mal, was ist denn mit den Leuten heute nicht richtig? Warum schieben die mich alle durch die Gegend? Ja, ich habe keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Mal mit den Handwerkern reden, was? Denn die einzige Möglichkeit, die ich sehe, wie wir unserer Taverne die entsprechenden Punkte zugutekommen lassen können, ist durch Vergrößern. Unser Alkohol braucht mehr Raum. War der andere nicht direkt rechts? Hä? Bin ich jetzt doof? Oder war das der Falsche gerade? Hä? War ich beim Falschen? Das ist der Falsche. Ja, okay, das ist dumm. Das gebe ich ganz offen zu. Weil wenn man gerade so ein bisschen unter Zeitdruck steht. Ja, es war so klar. Punkte Tavernenqualität. Da komme ich drüber weg, da werden wir einige Zeit mit beschäftigt sein. Kann man auch kurz auf den Wein warten, oder? Der ist ja gleich fertig. Kann man schon mal die nächsten Trauben bereit pressen hier. So, damit fertig sind, ich wollte gerade sagen, so damit fertig sind, ist der Wein wahrscheinlich auch fertig. Und da springt der Wein auch schon aus seinem Fass und sagt, nimm mich mit. Nimm mich. So soll das halt auch sein hier, ne?
Mir ist gerade noch eine Idee gekommen, was wir nochmal überprüfen könnten hinsichtlich des Upgrades unserer Taverne. Wir könnten gucken, ob wir auf der Bauplantafel da irgendwas auswählen können. Naja, gehen wir erstmal hin, liefern den Alkohol ab und auf dem Rückweg gucken wir dann nochmal bei dem Handwerker vorbei. Oh verdammt! Gerade auf die Uhr geguckt und da ist mir bewusst geworden, dass vor 2 Minuten die aktuelle Folge Graveyard Keeper hätte veröffentlicht werden sollen. Ihr wisst schon, die ich gerade noch gar nicht gerendert habe. Weil ich hier noch mitten in der Aufnahmesession bin. Ist blöd. Es dauert aber auch Ewigkeiten, ne? Ah, guck mal, hier können wir unsere Taverne verbessern. 30 Bretter, 30 Steine und 12 einfache Eisenstücke. Ja gut, das kriegen wir doch hin. Lassen wir kurz den Timer von unserem Teleportstein auslaufen. Das wird natürlich hier im Inventar nicht passieren. Ich bin ein Idiot. Ach, kann man den nur verschieben, wenn... Oh. Ach, ist das nervig. Ich vermute auch, wenn wir eine größere Taverne haben und damit ja dann effektiv auch mehr Platz für mehr Kunden, dass wir dann in kürzerer Zeit auch mehr Alkohol verkaufen werden, was dann natürlich dazu führen würde, dass unser Ruf sich schneller erhöht und wir schneller die Rufsterne zusammenkriegen. Och, leck mich doch am Arsch! Was schiebt ihr blöden Penner mich eigentlich hier dauernd durch die Gegend? Ich glaube, ihr tickt nicht richtig. Ich will das hier unten in die Leiste schieben. Ist das scheiße. Na gut. So, 30 Bretter. Wir haben es ja zurzeit auch nicht eilig. Wir brauchen ja keine Muffins futtern oder was weiß ich, um irgendwie unsere Arbeitsleistung zu regenerieren. Wir können uns einfach ins Bett legen und ein bisschen warten, weil wir müssen ja eh warten, bis wir dann immer die entsprechenden Rufsterne zusammen haben. Deswegen würde ich einfach mal sagen, Time is on my side. Yes, it is. So, jetzt 30 Steine. Es ist ja so ein Zufall, dass es genau hinkommt hier. Oder zumindest relativ genau hinkommt. Okay, da unten sind irgendwelche Zombies inaktiv. Das ist natürlich nicht so schön. Das letzte waren 12 Eisenstücke, ne? Glaube ich zumindest. Jetzt legen wir uns nochmal schlafen. Damit wir da mit voller Energie, mit vollem Elan da ans Werk gehen können.
Und dann bin ich ja echt mal gespannt, in welchen Kapazitäten wir die Taverne da weiter ausbauen können. Und los geht's. Oh. Und durch das Fass und den Kamin haben wir jetzt gleich schon mal eine Tavernenqualität von 31. Ja, cool. Oh, guckt mal, jetzt gibt es sogar schon einen Tavernenverbesserungsbonus. So, da auf jeden Fall noch ein Tisch hin. Da haben wir sogar Platz für zwei Tische. Wir brauchen jede Menge Nägel und dann Balken und Holzplanken. Das werden wir ja wohl noch hinkriegen. Müssten wir rein theoretisch ja beides auch noch in irgendwelchen Kisten vorrätig haben? Aber jetzt fragt mich nicht, in welchen Kisten. Irgendwo halt. Okay, wir haben so viel Wein auf Vorrat. Dass wir da, glaube ich, erstmal nichts Neues produzieren müssen. Okay, also was wir vielleicht noch mal ein bisschen bräuchten, wären diese Balken hier. Machen wir es so. Und dann gehen wir Taverne ausbauen. Stellen noch ein paar Sachen hin. Ich habe wirklich ein gutes Gefühl dabei. Ich weiß nicht, ob das auch nur ansatzweise berechtigt ist, aber im Augenblick habe ich tatsächlich ein relativ gutes Gefühl beim Ausbauen unserer Taverne. Nein, ist noch nicht fertig. Na gut, dann sammeln wir noch mal ein bisschen Energie. Ich habe das Gefühl, ich lasse viele von den alten Mechaniken gerade extremst schleifen. Sprich, den Händler, die Kirche und das alles ignoriere ich ja komplett. Und konzentriere mich hier nur noch auf unsere Taverne, aber ich sehe auch keinen wirklichen Grund, warum ich das nicht tun sollte. So, und guck mal, Fässer kann man hier unten dann nochmal extra aufstellen. Okay, damit müsste unsere Tavernenqualität ja eigentlich locker über die geforderten 40 hinauskommen, ne? Guck mal, wir sind jetzt ein bekannter Schädel. 47 sogar, das bedeutet, wir können direkt jetzt zu Adam zurück und die Tonscherben einfordern. Zumindest, falls wir noch rechtzeitig genug da ankommen, dass er sich noch nicht in sein Haus verpieselt hat.